Hallo Judith, heute geht es mal darum, ja, du bist über deine eigene Geschichte, über deine Neurodermitis zum biologischen Dekodieren gekommen. Aber das ist ja das eine festzustellen, das hilft mir. Du bist ja dann auch den Schritt weitergegangen. Was hat dich dann motiviert, tatsächlich in die Seminare zu gehen und die Ausbildung zu machen? Na, für mich persönlich war das damals eine sehr tiefgreifende Erfahrung, das biologische Dekodieren für mich selber auszuprobieren, weil ich mir bis dahin eben noch nie Gedanken im Leben gemacht habe über diese Zusammenhänge Körper, Geist und wie das vielleicht alles ineinander wirkt sozusagen, sondern davor war das so bei mir, wenn ich irgendwas hatte, wenn ich krank war, wenn ich körperliche Beschwerden hatte, bin ich zum Arzt gegangen, habe mir das wegmachen lassen oder er hat mir was gegeben, wie auch immer, und dann war das Thema erledigt und bei meiner Neurodermitis ging das ja nicht. Das hat nicht funktioniert, weswegen ich dann eben damals zum biologischen Dekodieren kam und das einfach so krass fand, wie nach, wie soll ich sagen, nur drüber reden in Gänsefüßchen, die Neurodermitis verschwand. Das heißt, nur mit dieser inneren Arbeit, ja, das zunächst besser geworden ist, dann komplett verschwunden ist und ich meine, man sieht es ja oder man hat es ja damals gesehen, wie ich aussah und mein Umfeld hat ja auch die Veränderung gesehen und das fand ich einfach so spannend, dass ich beschlossen habe, dass ich lernen will, wie das geht. Ich habe auch lange Zeit immer, wenn Freunde auf mich fragten, die auf der Suche waren nach so ähnlichen Weiterbildungen, ja, die dann überlegt haben, Heilpraktiker zu werden oder irgendwas zu machen, da habe ich eben ganz oft die Seminare auch einfach empfohlen, weil ich finde, so ein Tiefgang oder so ein grundsätzliches Wissen, weiß ich nicht, das finde ich schon einzigartig. Ja, ich meine, das eigentliche Verändernde ist ja die ganz andere Denkweise, die da hinter steckt. Was man aus meiner Sicht bei dir ja auch so da drin sieht, dass du ja im Endeffekt über diese andere Denkweise dein Leben auch extrem verändert hast, ne? Richtig, ja. Ja, das stimmt. Das ist bei mir jetzt heute, oder ist mir gar nicht mehr so bewusst, weil das für mich mittlerweile so normal ist. Ja, also ich könnte es jedem Menschen, der an diesen Dingen interessiert ist, an solchen ganzheitlichen Methoden, sag mal so, nur empfehlen, die Seminare irgendwie zu besuchen, weil das einfach ja, fürs eigene Leben mal, unabhängig davon, ob man etwas damit machen will, beruflich oder nicht, aber ich finde es einfach fürs eigene Leben unglaublich bereichernd und ja, wertvoll. Ja, super. Dann danke ich dir, dass du uns so ein bisschen dargestellt hast, warum du das gemacht hast und was es mit dir gemacht hat. Das ist ja das viel Wichtigere eigentlich noch, denn das ist ja dann vielleicht für den anderen oder einen oder anderen auch die Motivation, dann doch an den Seminaren teilzunehmen. Ne? Gut, Ja. dann danke ich dir dafür. Vielen Dank für das Gespräch. Immer gerne.